Muss nicht kiffen, ganz einfach. Ja. Okay. Ach ja. Ja, hi Till. Hi, ne? Hallo, willkommen. Wir haben dich heute eingeladen, ne, zu unserem neuen Format, Vier Feinde und Freunde. Ich freue mich sehr, ich bin begeistert. Ich liefere ab. Ich weiß auch nicht, worum es was ich machen soll. Ja, hauptsächlich geht es darum, du bist jetzt quasi offiziell mit uns befreundet. Okay. Und deswegen müssen wir dich natürlich ein bisschen näher kennenlernen. Also was machst du so und wie heißt du und was machst du? Okay, es ist eigentlich wie ein WG-Casting-Gespräch hier gerade. Ja. Interviews sind ja immer wieder. Ja, eigentlich schon. Ja, ich bin der Till. Also können wir auch direkt so machen. Das ist nett. Ne? Und ich erzähle eigentlich Witze auf der Bühne, also aber so mit einem längeren Anlauf eigentlich, als man so normalerweise Witze kennt. Mhm. Und dann mit einer Pointe, die man hoffentlich noch nicht kennt. So. Und das mache ich jetzt seit 12 Jahren und da fahre ich dann überall rum und mache das. Wo fährst du am ungernsten hin? Das will ich im Beisein der Kameras nicht sagen. ich habe gar nicht so eine. Stimmt nicht. Ich habe nicht so eine. Ich fahre ungern dahin, wo es leer ist, sag ich mal so. Hm. Das ist natürlich dann immer nicht so schön. Du sagst aber schon normalerweise, wenn man dich jetzt privat fragt, sagst du schon einfach, ich mache Stand-up-Comedy. Nein, du erwartest schon, dass Leute Stand-up-Comedy kennen und das irgendwie zuordnen können, oder? Ich sag meistens, ich bin Stand-up-Comedian und dann bei Leuten, die das gar nicht so kennen, dann sagen die, Schauspieler. Und dann widersprichst du aber auch nicht, oder? Manchmal sage ich ja, that's it. Mhm. Und manchmal sage ich dann noch, ich erzähle Witze auf einer Bühne, also sage ich dann wirklich. Weil das ist ja so, also im Kern machen wir das ja, also, oder? Okay, aber kommst du dann nicht ganz schnell in die Gefahr, dass die dann halt was hören wollen, weil du wirklich sagst, Witze, so plakativ? Ja. Okay. Ja, ich weiß, du hast komplett recht, das ist wahrscheinlich, da habe ich mich in so eine Sackgasse manövriert, aber ich weiß noch nicht, also hättest du ein Angebot für mich, wie man es besser sagt, also wie sagst du es denn? Ich bin Stand-Up-Comedian und dann würde ich einfach, glaube ich, so lange Leute aufzählen, die Stand-Up-Comedian sind, bis die was kennen. Ja, aber es gibt manchmal Leute, die kennen das gar nicht einfach. Also es ist wirklich, also wir müssen uns auch immer noch im Klaren sein, das hier ist eine absolute Subkultur. Mhm. Also es ist wirklich so ein bisschen, also ich komme mir manchmal vor, so wie ein guter Minigolfspieler. So einfach so. Ja, also außerhalb der Minigolfwelt interessiert es ja niemanden. Ja. Ja. Aber eigentlich ist es ja sehr nahbar und sehr, also sehr, wie soll ich sagen, zugänglich. Also jeder interessiert sich ja für Lachen an und für sich. Ja, genau, aber viele kennen Lachen auch nur so im Fernsehen, wenn die Leute das spielen. Deswegen ist dieses Schauspielerding sofort bei denen da. Also sie kennen so lustige Filme auf jeden Fall, das kennen halt wirklich alle. Aber so eine Person auf der Bühne ist lustig, ist oft für die Leute ein bisschen weird, weil sie sich denken, ja, aber also ich bräuchte da mehr. Aber privat kennt ja auch jeder eine lustige Person, der gerne zuhört oder sowas. Ja, genau, aber die würden dafür nicht Eintritt zahlen. Ja, also ich habe auch den Herbert in meinem Freundeskreis, ist immer witzig, wenn er da ist, aber ich würde nicht 15 Euro für ihn bezahlen. Ja, verstehe ich, okay. Ich meine, grundsätzlich ist es ja auch weird. Also einfach so ein Typ oder Frau stellt sich da hin und... Ja, ohne Qualifikation auch. Halluziniert irgendein Gespräch mit sich selber vor Leuten eigentlich. Also das ist ja wirklich an sich skurril. Ich mag das mit der Qualifikation. Ja, man hat ja gar keine Qualifikation. Es gibt ja kein Zertifikat oder sowas, dass man das machen sollte oder darf. Wärst du gern beim Humor-TÜV? Es wäre geil, wenn es, also manchmal sehe ich Sachen, wo ich denke, es wäre schön, wenn es das gäbe. Es gibt ja so Humorschulen und so Seminarkram und sowas. Was hältst du davon? Hast du sowas? Hast du sowas? Es gibt ja auch durchaus Kollegen, die jetzt nicht komplett scheiße sind, die sowas anbieten. Also hast du mal mit dem Gedanken gespielt oder war früher wahrscheinlich noch nicht so. Ich kann dir gar nicht folgen, aber ist es mit drauf, dass die Socken, dass das Zufall ist? Das ist ohne, also ist das, haben wir das hier schon mit auf Kamera, dass ich normalerweise nicht so Socken trage. Kannst du mit dem Fuß mal so in die Höhe steckst? Also ich habe diese Socken an, weil ich fühle mich sehr unwohl mit den Socken. Aber ich wusste nicht, dass ich die heute so präsentiere. Achso, dafür ist die Decke. Dann kannst du die Decke noch drüber machen. Das ist ja okay. Das ist okay. Ist halt die Frage, ob es nicht... Bescheidener Till? Sellout-Till. Ist halt die Frage, ob es besser gewesen wäre, wenn du gesagt hättest, es war kein Zufall, ich wusste davon. Jetzt hast du ja sogar gesagt, nee, ich habe die eigentlich vorgehabt, einfach privat zu tun. Ich bin nur privat großkotz. Das ist auch ganz geil. Kleinkunst. Arena. Nee, genau andersrum. Du hast ja die Decke jetzt drauf. Ach stimmt. Kleinkunst. Arena! Du hast ja XXL gespielt vor so einer vollen Arena. Ja. Wie hat sich das angefühlt? Hat das Bock gemacht? Weil wir haben schon von mehreren Leuten der Größe, die sowas spielen, gehört, dass das gar nicht so geil ist. Wie war es denn bei euch?
Weil wir haben ja quasi die gleiche Arena gespielt. Ja, stimmt, wir haben verschiedene Setups halt die Arena gespielt. Also, wir hatten ja quasi so ein Theater-Setup, dass man nur die untere Hälfte der Halle in so einem U quasi spielt. Und das war halt super. Das war so, was Arena angeht, glaube ich, das was... Also, das Intimste. Genau, es macht auch am meisten Bock, macht einfach vom, vom Performance. Tatsächlich sagen auch die Arena-Leute selber, dass die es am geilsten finden, das Setup. Also dass denen das am meisten spart. Klar, die leben nicht davon, die leben von den Riesendingern. Aber hattet ihr auch Hall? Ein bisschen, ja, schon, aber nicht so viel. Okay, also wir hatten halt völlig verrückt Hall. Man hört das sogar, als ich mich darauf konzentriert habe, habe ich gemerkt, man hört das ja sogar auf den Videos, wie das hallt. Es hallt nochmal viel doller, wenn man da auf der Bühne ist. Das heißt, man sagt Hallo und dann so Hallo. Kommt dann so zurück. Was mich interessiert, hast du schon mal, was ist so dein größter finanzieller Misserfolg bisher so gewesen? Also hast du sowas, wo du denkst, oh, da habe ich mich aber böse verpokert. Nee, noch nicht so eine, also das kommt jetzt vielleicht noch. Ja. Da freue ich mich dann. Was für Socken ziehst du da an? Ja, da ziehe ich dann einfach so lustige Socken an, die mich so ein bisschen aufhalten. Dann, ne? Bist du so ein lustiger Sockentyp? Hast du ganz viele davon oder ist das so ein Outlier? Du hast eine Schublade, in der ich nicht sein möchte, aber in die ich wahrscheinlich gehöre. Ja. Die Sockenschublade. Genau. Die Sockenschublade. Lustiger Socken. Ich finde lustiger Sockentyp ganz problematisch. Das sind ganz problematische Menschen oft, aber ich habe wirklich viele lustige Socken und ich muss sagen, meine Favorite-Socken sind Bananen, die Fahrrad fahren. Ich finde es einfach witzig. Das ist cool. Ich freue mich darüber. Das ist natürlich richtig ausgeflippt. Ne? Das ist ja, ich weiß, es machen meistens Leute, die sonst nichts mehr haben in ihrem Leben. Und sich dann über die Socken nochmal so einen Kick holen. Fändest du es besser, wenn die Socken quasi nur bis hier flippig wären und ab da normal, dass du so undercover flippig bist? Fände ich total gut, die Lösung, ja tatsächlich. Das wäre wirklich was, oder? Das fände ich super geil. Kann man das eigentlich, wie seid ihr eigentlich mit Videonachbearbeitung, dass man das jetzt vielleicht so direkt so... Ganz gut eigentlich, ja. Dass man die jetzt nochmal so sieht. Ja, quasi auch wie ein Greenscreen. So wie du dir die vorstellst quasi. Also hier super normal, vielleicht so kariert, vielleicht so kariert wie die Hose. Ja, gute Idee. Und dann hier... Ich kann auch dein Bein kariert machen, wenn ich wie die Hose sitze. Das ist, ein ist jetzt hier so, aber ich genau. Kann einfach nur gut. Deine Hose filmen. Und dann es ist euer Video, Leute. Okay, ich will nochmal zurück zu diesem Misserfolg-Ding, das ist ja eigentlich auch nicht wirklich... Also jetzt gehen wir davon aus, dass eine viel zu große Location gebucht, du musst sie ja eh nicht, du haftest ja nicht privat damit. Also es wird halt abgesagt oder irgendwie... Du machst ja keinen Verlust geldtechnisch wirklich. Reinhard Rebes ist neulich gefragt worden, diese Frage, und er hat gesagt, ja, da haftet, glaube ich, der Veranstalter, muss ich nochmal nachlesen. Ja, ist so, ne? Ja, und es ging um die Waldbühne. Nee, also mein größter finanzieller Misserfolg war eigentlich, als ich, also das war wirklich das, auch das einzige Mal, das möchte ich hier nochmal sagen, ich bin sonst nicht jemand, der zu spät kommt zu den Sachen oder so, aber ich bin da zum falschen Weingarten gefahren. Es gibt ja Baden-Württemberg und das heißt deswegen so, das wusste ich damals alles nicht. Ich erzähle euch wahrscheinlich Sachen, die ihr wisst, aber ich wusste es nicht. Baden-Württemberg heißt deswegen so, weil es Baden gibt und Württemberg. Und das eine ist oben, das andere ist unten. Und das ist extrem wichtig, weil es ein großes Bundesland ist. Und ich war halt in dem oben und ich musste zu dem unten. Und der Unterschied waren 3 Stunden mit dem Zug. Das heißt, ich kam zu, das war eine ausverkaufte Veranstaltung, was zu der Zeit einen absoluten Seltenheitswert hatte. Und ich bin dann da angekommen um 10 Uhr und da war niemand mehr da. Und ich habe eine ausverkaufte Veranstaltung verpasst. Das war der größte Reinfall bisher meines Lebens. Das war richtig, das war massiv. Wie kam peinlich. Diese Verwechslung zustande? Ich habe einfach in die Bahn-Navigations-App Weingarten eingegeben. Also der Ort hieß Weingarten? Ja. Ach so, ich dachte, das wäre ein Weingarten. So ein Ort. Nee, der Ort heißt Weingarten. Und dann habe ich, dann stand da irgendwie Baden. Und dann habe ich gedacht, ja klar, Baden-Württemberg ist ja, das wird ja wohl passen. Bin da hingefahren, dann habe dann erst festgestellt, nee, es gibt auch noch Württemberg und ich hätte nach Württemberg gemusst. Mhm. Und wie läuft sowas ab? Weil dann, die haben ja bezahlt, aber haben alle dann wahrscheinlich reklamiert und du, oder? Ja, also und es war auch so, wir haben, also ich bin danach nie wieder da aufgetreten. Also wir haben, nicht mehr hingefunden, ich müsste fast sagen, wir haben ein zerrüttetes Verhältnis der Veranstaltung. Ich würde aber wieder auftreten, also ich würde da gerne mal wieder was gut machen. Ich, ohne Scheiß, ich habe so eine Vor, so eine Wiedergutmachtour zu machen. Für so Auftritte, die so schlecht liefen. Ja. Und das ist definitiv einer. Ist die Liste lang? Oder ist es so... Ja, wahrscheinlich wäre die lang von der Anfangszeit. Ne? Wenn man so ganz am Anfang anfängt und dann nur so über so sehr kleine Orte tingelt, dann ist es einfach ungeil. Du warst ja auch früh... Also du warst ja nicht... Wir sind ja in diesem offenen Bühnenkreis so gewachsen, aber du warst ja direkt... Keiner kannte dich und du warst direkt auf Tour und hast den Abend quasi gefüllt, mehr oder weniger. Ja. War das so üblich oder war das auch schon so, dass da so Kollegen waren, die so dachten, was? Wieso ist der überhaupt, also wo kommt der her und wieso ist der auf Tour so quasi? Ah, nee, die waren alle so, ja, das macht man so. Das war wirklich so ein Style. Also es war wirklich so der Weg. Also es war wirklich so wie, ah ja, du willst mal eine Sparkasse leiten? Ja, dann musst du halt eine Ausbildung machen. So. Ja. Und das war so, ja, die Ausbildung ist halt diese Ochsentour.
Das, also, jetzt komme ich hier so alt vor. Das gab es ja damals nicht, ja. Das Internet so sehr. Also jetzt ohne Spaß. Ich hatte super spät eine Facebook-Live-Seite. Ich war auch einer der spätesten, aber nichtsdestotrotz, es war einfach nicht so ein Ding. Ich hatte noch Fernseher. Letztes Jahr Facebook. Ich hatte beschlossen, es war einfach nicht so ein Ding. Ey, wirklich. Ich hatte eine Facebook-Seite und mich kannten nur Redakteure quasi. Ich habe noch CD, ich habe noch, Redakteure, ich bin 38, na und? Ich habe wirklich noch DVDs gebrannt. Ich habe CDs gebrannt mit Videos von mir drauf. Mit Videos auch von mir drauf auf der Bühne. Und dann habe ich die so... An eine Taube gebunden und losgeschickt? Nee, dann habe ich die so draufgeklebt und ein Foto von mir draufgeklebt. Und dann hat ich wirklich mal, und dann hat meine Agentin das bekommen und dann hat die das an andere geschickt. Okay, aber das ist ja auch schon eine spannende Frage. Damals... war die, also Agenten ist ja, das ist ja auch schon mal so ein Karriereschritt, dass man sowas überhaupt hat. Hattest du das dann einfach sehr, sehr früh? Also, ja. Okay, durch einen glücklichen Zufall. Durch quasi. Kontakte. Und ich habe ja vorher schon Slam gemacht, ich habe Poetry-Slam gemacht. Ja. Und das habe ich ja immerhin schon so 5 Jahre gemacht oder so, gefühlt. Ja. Und dann hattest du direkt eine Agentin innerhalb... Dann hatte ich Kontakte zu anderen Leuten, die schon eine Agentur hatten irgendwie und dann konnte man das so ein bisschen dealen und dann fanden das Leute auch irgendwie gut. Und immerhin im Slam war ich auch recht erfolgreich. Also du warst einer mit großen Videos, also wenn man so zum Beispiel Felix Lobrecht hat ja viele so Poetry Slam Videos gehabt, die ziemlich abgingen, du hattest auch welche. Mhm, genau. Und das war ja auch nicht bei jedem so, der diese Poetry Slams gemacht hat. Genau, und das war erstmal gute Werbung und dann haben sich so Agenten gedacht oder Agentinnen sind es meistens gedacht, ja, das wird wohl so passen. Ja. Vielleicht ist es ein Talent. Und würdest du das aber jetzt tauschen wollen gegen diese offene Bühnensache von Anfang an? Oder? Natürlich, es ist fantastisch. Also es ist so, was, ihr wisst ja gar nicht, was ihr habt. Ja, nein, aber wir sind undankbar. Seid ihr gar nicht, das weiß ich, das kann ich überhaupt nicht einschätzen, das glaube ich nicht. Aber es ist nur manchmal, also wir haben schon, also die Leute, die so angefangen haben, haben schon eine größere Leidensfähigkeit manchmal, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen zumindest. Mhm. Also wir haben zumindest sehr viel schon so in so Gasthöfen gespielt und so, wo immer alles kacke war, wo du die ganze Zeit allein bist, wo du irgendwann die Minibar leer trinkst, weil das irgendwie so eine ungeile Tour ist. So, und ihr habt dafür andere Probleme. Also bei euch ist es dann anders gelagert, glaube ich. Aber bei uns war es dann immer so, boah, allein sein, immer auf die Schritte, weil du bombst ja immer. Also du kriegst ja immer schlechtes Feedback von Leuten, die über 60 sind. Und ich war Anfang 20 und war gegen den Kapitalismus. Also es ist einfach so, es macht ja gar keinen Sinn. Wie viele Jahre hast du das durchgezogen? So 3, 4, 5. Und wo war dann der lange hättest du es durchgezogen? Nee, das war Schluss auch. Okay. Also das muss ja irgendwann der Punkt gekommen sein, wo es dann entweder einen Zusammenbruch gab, der dazu geführt hat, dass du was anderes machen wolltest. Oder ja, wirklich ein bisschen. Ich würde wirklich sagen, ja. Und dann habe ich wirklich so, und dann bin ich zu Open Mics gegangen tatsächlich. Mhm. Und dann habe ich da nochmal versucht, mir ein ganz neues Publikum aufzubauen. Was trotzdem ganz geil war, ne? Also ich habe dann immerhin schon gelernt, auf der Bühne zu stehen. Du hattest ja schon Skills da. Oder? Ja, ich hatte irgendwie so ein bisschen, ich konnte einfach, also wortwörtlich jetzt mal so, auf der Bühne stehen. Das ist ja schon gar nicht so einfach, ohne dann so komische Sachen zu machen. Ja. Einfach nur da stehen und Mikro irgendeinen geraden Satz sagen. Das ist ja, da brauchen wir schon mal 2 Jahre für, finde ich. So, das ist ja echt so ein bisschen so, weil du zitterst am Anfang, hast einen komischen Ticks, bist irgendwie so merkwürdig, betonst komisch. Gerade bei neuen Sachen, finde ich. Ne? Gerade also, bei neuen Sachen, ja genau. Ich finde, man erspielt sich ja die erste Sicherheit so recht schnell, dass man so vielleicht 20 Auftritte hat und das Gute hat man schon 10-mal gespielt und dann weiß man so, wie es läuft. Und dann machst du aber was Neues, das ist ja jetzt immer noch so. Und dann merkst du auf einmal so, ah, ich kann immer noch nichts. Oder es ist immer noch so voll unsicher eigentlich. Ja. Nur der Text hält mich so ein bisschen zusammen. Ja. Deep. Okay. Naja, es ist ja so. Also ich finde auch, man nimmt ja dann immer das Best-of von dem, was man irgendwann sich mal so erspielt hat. Aber es ist ja selten so, dass man so den einen großen Wurf hat. So die 5 Minuten, die man spielt und alle sind begeistert. Sondern ja... Bei den 5 Minuten waren schon 30 Sekunden dabei, die waren gut. Okay, die 34 muss ich neu machen. Also so halt. Ja. Und so zum Beispiel, so habe ich auch erst relativ spät angefangen zu arbeiten. Also ich habe am Anfang wirklich so 90 Minuten geschrieben. Also ich hatte wirklich 20 Seiten Text. Die habe ich auswendig gelernt und dann wurde es abgefeuert. Mhm. Wurde es dann angepasst im Laufe der Tour, dass du dann... Schon ein bisschen und ich habe das dann, also zum Glück ist das dann so gewachsen. So, also mein zweites Programm ist schon dann so einigermaßen gewachsen und schon weg von dem Text. Ja. Aber erst beim dritten Programm habe ich dann wirklich so bei Open Mics das erspielt.
Aber wenn du dann vor alten Leuten nur gespielt hast am Anfang und quasi da auch sonst niemand jetzt so extern, also vielleicht kam ein paar von den Videos, stimmt, aber... Das, man muss sie als Externe bezeichnen. Ja, hast du dann, also man passt sich ja schon auch irgendwann an, oder? Du hast ja nach der 20. Show jetzt, irgendwann ist man... Hüftgelenke, oder? Was ist da los? Ja, so. Nee, geht. Finde ich nicht. Also ich habe dann gemerkt, wenn ich mich jetzt noch mehr anpasse, wenn ich jetzt wirklich so einer wäre, der sozusagen das rockt die ganze Zeit auf Tour... Dann bin ich halt, also dann habe ich ja gar nichts. Dann, also was soll das dann? Dann bin ich ja nur noch Dienstleister für Leute, die jetzt nicht so, also in erster Linie mein Publikum sind, die ich mir jetzt nicht als in erster Linie als Publikum ausgeguckt habe. War das nicht irgendwie so eine Verzweiflung dann irgendwann? Weil man spielt ja jahrelang, macht man das. Ja. Und man weiß ja, es gibt ein Publikum, was das eigentlich sehen will. Ja. Und man spielt trotzdem immer vor den Falschen. Und ja, also das war nicht gut alles. Aber Seemann, also, du hast das ja genau gleich gehabt. Also Seemann macht das ja auch schon 8 Jahre jetzt. Ja, Und du hast auch diese ganze Ochsentour gemacht. Wo warst du denn überall? Ja, so Scheunen auch. Ja, genau. Also Kulturscheunen. Wirklich Bauernhöfe, ja, wo so Stühle reingestellt wurden. Ja, genau. Und auch so Wirtshäuser, so Brettel. Ja. Es gibt ja so eine große Brettelkultur. Ja, das sind so Wirtshäuser in Bayern. Ja, ja. Wahnsinn. Es gibt auch irgendwie so 500 Kabarettwettbewerbe da in Bayern. Irgendwie Schnellerzhammer, Heugabel oder... Wow. Dillheimer Kupferstein oder so. Sagen wir ihm mehr davon. Ich finde das interessant, weil du bist ja schon jemand, der auch bei den Öffentlich-Rechtlichen oder bei älteren Sendern quasi zu sehen ist. Aber du hast schon eine Zielgruppe im Kopf, die dir eigentlich, also du hast schon eine Lieblingszielgruppe in dem Sinne, dass jetzt... Ja, man hat so ein bisschen so ein Publikum im Kopf, finde ich, für das man das macht. Das schon. So, und also darfst du das sagen oder hast du dann Angst, andere zu verbrennen? Nein, überhaupt nicht. Aber ich würde schon sagen, naja, ich mache das ja sozusagen, also ehrlich gesagt hat mir dann irgendwann nochmal der alte Satz geholfen, den ich dachte, als ich meine Abi-Gala moderiert habe, weil ich da so gedacht habe, also ich habe mich so gefragt, wie moderiere ich die, ne? Und dann habe ich mich gefragt und dann habe ich gedacht, ja, ich mache das einfach so, wie ich das witzig fände. So, also bin ich sozusagen, also Leute, die so alt sind wie ich, ungefähr so, also ich muss es erstmal lustig finden, ich als Publikum, was fände ich denn witzig, was finde ich denn gut? Und das wären ja dann so Leute so Ende 30 und ungefähr so ist es auch. Also ich glaube, die Range geht so von 20 bis 40 vor allem und dann kommen immer noch so Ausreißer nach oben und teilweise auch nach unten, manchmal sind die Leute 12 einfach. So ein bisschen verrückt. Wann war das? So hat das angefangen mit der Bühne? Also du sagst, du hast die Abi-Feier moderiert. War das schon, wann hat das angefangen, dass du wusstest, du willst irgendwie auf die Bühne? Ja, da würde ich sagen. Also und ich habe davor noch so ein bisschen Theater gemacht. Okay. Und dann habe ich aber so bei der Abi-Gala so selber auch gemerkt, oh, das funktioniert voll gut, das mache ich. Also ich habe mich mehr darauf vorbereitet als auf mein Abi. Ja. Weil mir das so wichtig war, dass es irgendwie geil ist. Das wäre jetzt meine Frage, nämlich Seebot auch moderiert? Ja, ich habe die Abi-Rede gehalten. Ich habe auch Abi-Ball moderiert. Ja, geil. Bist du gebombt? Nee. Ich bin gut gebombt. Aber beim Moderieren kann man ja nicht bomben. Doch, du kannst, wenn du Jokes machst. Ich mach schon Jokes. Ich hab auch schon Jokes. Ah, okay. Ja, und die Jokes, das hat funktioniert irgendwie. Ah. Ja, nicht stimmt. Das ist ein Element, was wir eingebaut haben. Haben wir das jetzt überhaupt drauf? Nee. Nö, wissen die Leute, das war nur für uns. Das war müssen nicht sagen, auch niemand darf erwähnen, was passiert ist. Lieber, die Leute sollen spekulieren. Okay. Ganz unnötige Stille hier. Ja, großartig. Ja. Also, aber ganz kurz zu dir. Wo hast du, also hast du das 8 Jahre auch? Bist du 8 Jahre lang? Ich habe 2000, also bei mir war es so, ich habe 2014 bin ich so mit Songs aufgetreten, ganz normal, so Depri. Und dann habe ich immer. Ganz normal Depri? Ja, ganz normal Depri. Ja, ja. Und dann habe ich halt immer geredet zwischen den Songs. Ja, der nächste Song ist. Was hat dich schlecht draufgebracht in den Songs? Ich war immer schlecht drauf und die Songs dann dementsprechend auch. Also ich war einfach so mein. Ich hatte so einen Gitarrenunterricht und ich wusste nicht, wie man Songs schreibt. Und dann meinte die, spiel einen Ton. Und sag das, was... Willkommen bei der Kleinkunst. Genau, spiel einen Ton und sag, also spür in dich rein und sag das, was dann kommt, der Satz. Und das war halt nur Depri. Ja. Und die Leute, spiel doch nicht das, was... Und die Leute, bei denen, ich bin dann so bei Kunst gegen Bares, kennst du ja wahrscheinlich, ne? Ja, ja, hab ich mal mitmoderiert hier in Hamburg sogar. Oh, krass. Hab ich dann halt angefangen so in Köln und habe ich halt zwischen den Songs einfach so geredet. So, ja, der nächste Song handelt da und davon. Die Leute haben sich totgelacht. Ah ja, super. Und ich war halt wirklich so ein trauriger Junge. Das war eher ein Unfall. Ich meinte so, ey Leute, das ist keine Comedy-Show. Ich habe wirklich wortwörtlich, ey Leute, das ist keine Comedy-Show. Hört bitte auf zu lachen. Und die Leute haben noch mehr gelacht. Ja, klar. Die dachten, das kann ja, also das kann ja aber nicht. Das war in Köln. Das war in Köln, ja. Aber die meinten, es kann ja nicht, also es, der kann ja nicht wirklich so sein. Ja. Ich war halt wirklich so. Du warst traurig.
Ich war traurig und ich war komisch. Also, bist du jetzt immer noch traurig? Nee, nicht mehr so. Das ist auch ein Problem. Ja, das ist ein großes Problem. Wenn die Leute merken, dass es lustig meinst, dann ist es so, dann mögen sie das weniger. Ja, es ist genau, das war irgendwann der Step, wo ich dann wusste, okay, ich bin Comedian. Erstmal war es der Unfall und dann war es, okay, mal mit den Zuschauern geredet, was ist denn so witzig? Und dann kam das irgendwann so, ja, deine Art, wie du redest, und dann irgendwann bin ich aber auf die Bühne gegangen und wusste, okay, ich bin jetzt Comedian, und war sofort übel schwer. Ne? Also dann war sofort die ganze Leichtigkeit weg. Ja. Und da musste ich das auch lernen, wie jeder dann im Prinzip. Ne? Also, ja, krass. Ja, ich hatte so ein paar Griffe, wo ich wusste, wenn ich mich so ein bisschen so... Aber hast du sozusagen dich selber verstanden? Hast du verstanden, warum die Damen gelacht haben? Kannst du das heute verstehen? Ich habe es dann gelernt zu verstehen, ja. Also irgendwann später mit der Zeit halt. Ne? Wusste ich dann so ein paar Blicke, die man dann lernt, paar... Pausentiming lernt man dann auch irgendwie, ne? So, ja. Habt ihr das eigentlich, das ist eine gute Frage, habt ihr das noch, dass ihr manchmal Lacher habt an Stellen, wo ihr gar nicht denkt, das ist ein Lacher? Ja, früher habe ich das ganz oft, weil ich ja nur... Ja gut, das macht ja Sinn bei dir. Also bei Impro hast du es halt dauernd quasi. Weil du machst ja wirklich diese mit ganz viel Mimik und Gestik und die schreiben ja wirklich Jokes. Mhm. Weil ich habe das hin und wieder noch, dass ich irgendwas, wo ich denke nicht, dass es so witzig ist und dass das mit der größte Lacher in den Dingen. Hm. Dann denke ich, okay, das ist aber komisch. Dann du bist dann aber auch enttäuscht immer auf der Bühne. Von dem Lachern meinst du? Ja, du sagst, na gut, okay. Ich ja, gut, okay, wenn ihr das witzig findet. Ja, wirklich so. Manchmal. Ich habe auch schon oft Bits gehabt, die mit die stärksten sind, wo ich was quasi der größte Lacher ist, was wo ich gerade, das kann ich nicht sagen, dass das hier der größte Lacher ist. Und das, was ich am witzigsten finde, ist nur so ein kleiner. Ja. Und dann bist das immer so, was soll das denn jetzt? Also, komm. Ah, verstehe. Ja. Hast du Sachen, schleppst du Sachen durch, die nicht funktionieren, weil du glaubst, sie müssen eigentlich funktionieren? Ja. Und also wie lange? Oder wie nicht ist so deine... lange. Ich habe dann auch irgendwann, denke ich mir, wir sind jetzt so lange einen Weg miteinander gegangen, jetzt haben wir Schluss. Ja. Okay. Hast du schon mal geschafft? So, also ich bin sonst mega Kill Your Darlings, aber es gibt auch immer so ein, zwei Sachen, wo man sich denkt, ich war so brutal zu mir, zu meinem Material, so viel rausgeschnitten, was Leute nicht gut fanden, aber dieses eine Ding, das mag ich. Ja, okay. Da will ich dann noch ein bisschen mehr, da schraube ich dann noch mal ein bisschen mehr dran rum, dass Leute da Bock drauf kriegen. Und schaffst du es das komplett, also schaffst du es Sachen, die am Anfang gar nicht, ist deine Erfahrung, ja, manchmal, wenn man es ein Jahr lang irgendwie umdichtet, irgendwann wird es, oder ist es so, wenn es am Anfang nichts ist, ist es auch echt schwer, da was... Ein Jahr fände ich merkwürdig, ein Jahr braucht man nicht, glaube ich. Also ich glaube, also ich hatte das so, ich habe neulich mit Moritz Neumann zusammen so ein geteiltes Tryout gespielt, also er 45 Minuten, ich 45 Minuten, was ein Segen war, weil er mir super viel sagen konnte und ich ihm natürlich auch ein bisschen. Und er meinte so zu mir, ey, mach das doch so und so und so, dreh das um, weil es gibt so ein Thema, was ich habe. Mhm. Und dann meinte er, nee, mach doch die Prämisse einfach anders. Also den ganzen Rahmen anders dafür. Dann ist es, glaube ich, dann wird es witzig. Also wie wird das Thema Flughafen witzig? Kann ich ruhig sagen. Wie wird das Thema Flughafen witzig? So, was muss man dafür haben? Dann hat er mir einen super Tipp gegeben und das war dann genau das, wodurch es witzig wurde. Also ich finde, so kann man das ja machen. Und das, das hat nichts unbedingt damit zu tun, dass man ein Ja jetzt braucht. Ist nicht so... Und also man muss einfach viel daran arbeiten. Also sozusagen, man muss manchmal mutig sein, sozusagen dann zu sagen, okay, wir machen das hier nochmal ganz anders, die ganze Nummer. Und kränkt dich das gar nicht, wenn das von außen kommt quasi? Also der richtige Vorschlag oder die richtige... Nee, ich habe mich da voll gefreut. Das war total cool. Okay, also, nee, also kein Ego jetzt in dem Sinne, dass du dann denkst, oh, wäre mir das einfach alleine oder... Nee, nicht mehr. Nee, das, also ich habe jetzt auch wirklich schon ganz schön viel gemacht und ganz schön viel alleine gemacht. Ja, so, genau. Deswegen denke ich so, nee, also das, da freue ich mich dann, wenn Leute so eine geile Idee haben. Ja. Und also Moritz ist jetzt auch wirklich einer der Besten, deswegen... Es ist absolut cool, wenn er das hat. Ja. Ah, okay. Achso, ja. Wow. Cool, oder? So, dann stellen wir einmal die Kameras aus. Die Kameras sind aus. Wir haben eine halbe Stunde Aufnahmezeit. So. Ach, wirklich? Ja, ja. Ach so, ich dachte, es kommt jetzt irgendwas abgefahren. Leider nicht. Ach so, das ist ja lustig. Beende ruhig deinen Satz von eben. Ich glaube, du warst. Das ist ja schon einer der besten, das ist ja dann ganz gut. Das war gar nicht mehr interessant. Ist dir dann so eine künstlerische Autonomie wichtig? Also, dass du manchmal Sachen hast, wir hatten ja gerade das Thema, dass es vielleicht nicht so gut ankommt, aber du selber liebst es halt mega und dass du es halt einfach sagst, ich bin der Künstler und ich bin überzeugt, ich mach's trotzdem. Über einen längeren Zeitraum. Aber nicht, wenn die Leute nicht lachen, dann ist es auch einfach so, okay. Aber was soll das? Das finde ich nicht, nee, dann, also, aber ich versuche dann schon, also so wie jetzt, wie ich gerade erzählt habe, okay, dieses eine Thema ist mir aber super wichtig, gibt es da irgendwie einen anderen Angang? Kann ich das irgendwie anders verpacken, dass es irgendwie, dass da Leute Bock drauf kriegen? Das dann schon. Aber sonst ist es ja so, nee, dann finde ich es irgendwie so, also das finde ich dann auch nicht geil, weil also, wenn die Leute dann keinen Spaß haben, dann ist es ja genau, dann bist du ja gerade kein Comedian, sondern einfach nur ein Typ, der irgendwas redet. Ja. Aber ist es dir wichtig, dass es
wirklich ein Thema ist, was dir super wichtig ist, jetzt im persönlichen Sinne? Also ist dir das Thema Flughafen wirklich wichtig oder ist es einfach nur, dir ist da was Lustiges aufgefallen und das wäre schade, wenn die Leute nicht verstehen, was Flughäfen regen mich einfach auf und ich möchte, dass alle meinen Hass mit nachfühlen können. Okay. Das ist ja ein nobles Unterfangen. Danke. Wir haben tatsächlich öfters mal die, beziehungsweise ihr mit mir die Diskussion gehabt, dass die haben manchmal den Eindruck, dass mir meine Sachen nicht so wichtig sind, weil ich nicht so super, also teilweise die auch wegschmeiße, obwohl ich die schon länger habe oder so. Ja. Hast du noch so einen Stolz? Also sind dir deine Bits so wichtig, dass du die zum Beispiel, das hatten wir beispielmäßig, würdest du die verkaufen? Wie meinst du das? Also wenn du was... An wen? An irgendwen, der das kaufen will. Wenn hypothetisch gesagt wird, für so und so viel Geld darfst du das nie wieder... Oder, genau, das ist besser. Oder einfach irgendein Fieser kommt und sagt, du darfst das mit dem Flughafen nie mehr spielen, bist du dann traurig wirklich? Also... Ah, und der gibt mir dann Geld, oder... Wie zum Beispiel, vielleicht ist er auch einfach nur fies. Vielleicht hat er auch einfach nur sehr viel Macht. Und aber sowas kommt in der Comedy der Szene doch nicht vor. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich finde, das ist ja ganz oft der Fall. Also ich finde jetzt, wenn man einen Bit hat und man weiß, okay, das... Und, also zum Beispiel bei der XXL-Nacht. Mhm. Da weiß ich ja, okay, also das, was ich da spiele, das kann ich ja jetzt einfach nicht, das kann ich ja jetzt nicht mehr, zum Beispiel im neuen Programm, das kann ich ja gar nicht mehr spielen. Das ist ja total klar. Mhm. So, weil das haben ja dann zu viele Leute gesehen. Dann habe ich das sozusagen verkauft, sozusagen. Und, aber ich habe das ja dann sozusagen, das ist dann der finale Auftritt so und dann ist es auf Video, deswegen finde ich es nicht so schlimm. Ja. Du hast es quasi in die Welt getragen. Aber genau. Ich meine, wenn einfach nur gesagt wird, das darf man, also sie legen die Sachen schon am Herzen und du überlegst schon, wann du was... Ja, mega. Und ich spare das auch mega auf. Also ich weiß jetzt schon im neuen Programm, also das werde ich mindestens ein Jahr, eher zwei Jahre lang, werde ich nichts daraus veröffentlichen. Mhm. Sondern also ich will einfach, dass es hundertprozentig fresh ist für alle. Und stattdessen machst du was? Schreibst du dann Sachen, die im Zweifel dann weniger gut sind? Weil, oder sie können ja nicht besser sein, sonst würden sie ja im Programm landen, oder? Ja, stimmt. Ja, die sind dann, also wenn ich zum Beispiel für die Happy Hour schreibe, würde ich sagen, dann nehme ich vielleicht auch nochmal alte Sachen, mache die anders irgendwie oder ich mache aktuelle Sachen dann. Also die treffen dann so ein bisschen mehr die vielleicht den Stil auch von Dreisat oder so. Da musst du ja wahnsinnig viel schreiben. Ja. Du kommst ja gar nicht aus dem Schreiben raus. Ja. Wie geht das mental? Ja, das Gute ist, wenn man nicht aus dem Schreiben rauskommt, man muss auch nicht mehr sich so aufraffen, weil man sowieso immer schreiben muss. Ja, aber es gibt sich irgendwann einen Punkt, wo es einfach nur noch, also es geht einfach nicht mehr. Naja, das ist wie Fitness dann, wenn du einmal drin bist wahrscheinlich. Dann ich würde sagen, ja, und ich habe jetzt zum Beispiel auch dieses reduziert. Also ich mache jetzt nur noch einen Auftritt bei der Happy Hour pro Sendung, nicht mehr zwei. Mhm. Das hilft extrem. Das heißt, ich muss alle zwei Monate neue 10 Minuten haben. Und ja, ich würde auch sagen, die können nicht so gut sein wie Sachen im Programm, aber die sind dann immer noch gut genug, also weil ich da gut genug dran arbeite, dass ich... Du wolltest jetzt nicht sagen, gut genug für Dreisat. gut genug für das Publikum bei Dreisat. Ich würde sagen, es ist einfach eine andere Nummer tatsächlich, weil den Leuten ist das gar nicht immer so wichtig, dass es ultra funny ist. Es gibt auch wirklich Nummern für Fernsehen. Die haben dann eher so einen Bogen. Mhm. Also die sind dann eher so 5 Minuten, oder ihr kennt doch auch manchmal so YouTube-Auftritte, wo ihr merkt, ja, das Publikum ist gar nicht so dabei, aber irgendwie, ich finde es trotzdem gut. Mhm. Interessant. Wobei ich bei so Sachen halt immer, gerade heutzutage, wo es so Reels und Shorts gibt, hätte ich halt Angst, dass die dann eben die Verantwortlichen da meinen Auftritt nehmen, wo ich halt diesen Bogen habe und dann halt irgendeine Minute rausnehmen, wo ich einen Themenkomplex habe und da ist halt kein richtiger Joke drin und dann sagen alle, ja, es ist ja gar nicht lustig, weil da nichts... Weißt du? Also wenn es gar nicht so... Eben, ich habe immer Angst, irgendwas außer meinem Programm zu machen, weil ich dann dafür mehr stehe als für mein Programm, was ja noch gar nicht draußen ist. Weißt du? Also alles, was ich jetzt außer dem Programm raushau, ist irgendwie schlechter und dann denken die Leute, ah, das ist der, der das macht, so ein bisschen. Ja, also das ist halt immer auch bei mir so immer noch so, also vielleicht kennen mich Leute von der Heute-Show oder von dieser Dreisat-Sendung halt oder so und dann denken die, ich bin dann genau so wie da. Und das ist einfach ein Stand-Up-Programm. So, und ich, so, und also was ich jetzt habe. Einfach ein ganz normales Stand-Up-Programm, wie ihr das so kennt, wie ihr das eben auch macht. Ja. Und da brauchen Leute erstmal so ein bisschen so von, ah, okay, das ist jetzt, ah, so ist das jetzt. Hm. Also ich mache quasi Werbung mit etwas, ich mache einfach quasi nur Werbung für mich, aber nicht Werbung für das, was ich dann letzten Endes mache. Nur so ungefähr. Ah, das ist irgendwie so ein Typ, der ist irgendwie lustig, aber das, was ich denen dann zeige, ist was anderes. Wir haben genau dasselbe gehabt bei den ersten Sachen, wo wir noch nicht so wirklich viel Stand-Up-Clips hochgeladen haben und dann nur diese Couch-Clips vor allem hatten, wo wir halt so geredet haben. Ja. Da kamen Leute auch und wussten nicht wirklich,
was wir da machen. Ja. Und dann hat es trotzdem halt funktioniert, weil es halt gut genug war. Würdest du am liebsten nur Stand-Up machen? Also wenn du dasselbe Geld und alles kriegen würdest, würdest du am liebsten eigentlich nur Stand-Up zeigen? Puh, weiß ich nicht. Das ist eine schwierige Frage. Kann ich nicht so beantworten. Habe ich nicht so... Müssen wir mal nicht reinfühlen und gucken, was... und dann einfach singen, was rauskommt. Und mach mal die Decke über den Kopf und überleg mal. Hier einen Ton. Also, dass man nur noch auftritt, ne? Nur noch Live-Auftritte quasi. Nur noch Live-Auftritte, Stand-Up, fertig. Ja, und dann Aufzeichnungen von Stand-Up. Oder was meinst du? Alles? Ja, aber wie gesagt, selbes Geld. Also es geht jetzt nicht darum, dass man halt denkt irgendwie, ah, dann bin ich aber nicht so viel zu sehen, weil das ist ja das realistische Problem, finde ich, was man immer hat, wenn man wirklich nur Stand-Up machen will. Ja, finde ich schon sehr gut, auf jeden Fall. Also ich fühle mich schon am meisten, also ich finde so Live-Auftritte schon irgendwie so das Befriedigendste. Okay. Also bei Fernsehen ist es dann oft eher so, dass ich das Gefühl habe, ja okay, das ist jetzt umzu. Ja. Also das ist, für die Leute da draußen ist es bestimmt geil. Jetzt für mich das Gefühl, jetzt waren jetzt so 12 Stunden Stress, also weil so eine Aufzeichnung dauert ja dann auch mal lange. Aber ich glaube, für zu Hause sieht es dann geil aus. Ja. Aber ich finde, bei Live-Auftritten hast du auch als Künstler eher so ein Ding von, Mensch, das hat jetzt Bock gemacht. Ja, aber sind dann so Podcasts und sowas, also das Ganze drumherum, ist das dann mehr so Mittel zum Zweck oder ist es... Ich mag Podcasts auch sehr gerne. Also ich finde das schon geil und das ist irgendwie schon eine andere Form. Also ich muss ja nicht so geschliffen reden, wie auf der Bühne dann quasi. Also nicht so geschliffen Bits haben. Das finde ich schon ganz geil, wenn man so ein überzogenes Sendungsbewusstsein hat. Finde ich gut. Da können wir uns gar nicht einversetzen. So was. Davon distanzieren wir uns. Ja, oder? Ihr habt doch auch bestimmt so, also ist doch auch ein ganz guter Ausgleich. Also weil du kannst ja nicht so viel Stand-Up machen, wie du labern kannst in einem Podcast. Klar, klar, weil man ja irgendwie, man muss ja gesehen werden irgendwie. Aber, aber nicht nur deswegen, sondern ich mag das auch wirklich so als Format sehr gerne. Also ich habe... Ja, also ja, Podcasten macht Spaß. Ja. Also, und dein Gesicht hat gesagt, hör mich heraus. Ja, aber wenn es dann so an so Aufwand mit Video-Equipment geht und so, dann ist es natürlich, dann wird es schon. Das ist nervig, das glaube ich. Ja, das stimmt. Deswegen, immer wenn sowas ansteht, dann ist der Spaß natürlich am Boden. Ja, also bei uns ist halt schon, glaube ich, eher Stress und dann bei Podcasts finden wir schon noch genug Momente, wo es halt wirklich Spaß macht. Ja. Genau, ich finde das auch so geil, eben, weil es nur Audio ist. Genau, das ist einfach, du machst das Gerät an und fertig und dann ist es geil. Das, ganze Video, das Entspannteste ist wirklich, dass du nicht darauf achten musst, wie du aussiehst. Ja. Mhm. Also du kannst so dumm reden, du kannst irgendwie Charaktere machen, du kannst deine Mundwinkel verziehen, du denkst halt nicht drüber nach. Das macht dich halt mega frei einfach. Wobei man die Freiheit wahrscheinlich auf Dauer sowieso erarbeiten sollte. Also das sollte ich nicht machen auf der Bühne. Das denke ich zumindest bei mir immer, dass wenn man so diese letzte Hürde der Eitelkeit noch loslässt, dass es dann vielleicht noch mal geiler wird. Also das finde ich auch bei, auch wenn Olaf Schubert zum Beispiel so ein sehr überspitzter Charakter ist, aber ich finde es irgendwie so sehr selbstlos und nobel, einfach so komplett zu sagen, ich mache mich, wenn ich gerade Bock drauf habe, mache ich halt irgendwie Bewegungen, die halt so ein bisschen Körperklaus-mäßig sind oder so. Und bist du eitel? Würdest du sagen, du bist eitel? Ich meine, du hast uns ja heute hier in dein Wohnzimmer eingeladen. Also du würdest du sagen? Mittel. Weiß nicht, Mittel. Ich bin, also, aber nicht, ja, bestimmt in so manchen Bereichen, ja. Also so, ja, so ein Bereich von so, das ist jetzt aber nicht das beste, weiß nicht, das beste Bit zum Beispiel, was, zum Hochladen oder so zum Beispiel. Ja, bei sowas, das Kamera-Set, das und das ist schlecht gefilmt. Also wirklich, wie du aussiehst dabei oder rein vom Inhalt? Vom Inhalt. Ja gut, aber das hier nicht äußerlich. Doch, Leute, das ist... es gibt ja unterschiedliche Formen von Eitelkeit. Ja. Also äußerlich geht so ist so ein Mittel. Ja, Leute, die Fotografen anschreien, dass die aus der richtigen Position fotografieren sollen und sowas. Aus dem richtigen Winkel. Fotografieren aus der richtigen. Mittlerweile. Wir wissen ganz genau, was wir... Nee, und schreien, nee, um Gottes Willen, sowas mache ich nicht. Aber ich denke dann schon, aber ich nehme dann schon die Fotos, die gut aussehen. Also das ja, das wäre ja auch wahnsinnig, ja. Ja. Aber es gibt ja aber manchmal so Comedians, also die sind so ganz... komplett selbst sozusagen, oder wie du sagen würdest, dann auch selbstlos. Ja. Und denen ist es so komplett egal, wie sie aussehen. Das würde ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob... Und mir ist auch nicht, also ich weiß auch, dass es für die Leute eine Rolle spielt. Ja, ich würde halt nicht sagen, denen ist egal, wie die aussehen, sondern die versuchen halt maximal die maximale Lustigkeit zu erreichen und eben nicht irgendwie so, wie sie halt privat auch gesehen werden wollen, plus lustig, sondern wirklich maximal lustig einfach. Ja. Okay, also dass man sich denkt, boah, jetzt noch was richtig doll Buntes, dann ist es noch mehr funny. So Socken zum Beispiel. Nee, aber jetzt... Ja, aber das ist ja immer so mein Privatspaß. Ich denke ja nicht, boah, ey, wenn ich die Socken anziehe, dann lachen die Leute sich noch mehr kaputt. Ja, aber das wäre ja so.
Die würden sich ja totlachen. Vielleicht. Was wolltest du noch sagen? Hab ich vergessen. Okay. Ich wollte noch sagen, du hast eine sehr gute Haut. Ja, das ist sehr gute Haut. Mhm. Was machst du denn dafür? Oder bist du einer von denen, die einfach nichts machen müssen? Ich habe wirklich keine gute Haut. Ich weiß nicht, woher das kommt. Hm. Wirklich? Ich sehe dich ja. Du bist ja da. Nee, es ist wirklich sehr grobporig. Es ist eine Mischhaut. Ja, aber du hast nicht viele Pickel. Du hast okay, danke. Du hast nicht viele Falten. Das stimmt. Ich sehe relativ jung aus, aber ich habe auch immer noch die Probleme wie ein 17-Jähriger, würde ich sagen. Ah, okay. Also nee, das ist das Geheim. Das ist der Preis, den ich zahle. Also große Poren oder... Elternnerven. Ja. Mofa ist kaputt. Elternnerven, Mofa ist kaputt. Wann habe ich endlich eine Freundin? Ja, wir sitzen geblieben. Ja. Was findest du sonst noch sexy an ihm? Die Socken natürlich gut. Ich finde auch gut, dass du hast, wir haben eben schon ein bisschen so über Eitelkeiten geredet, aber du hast ja schon so einen Mut zur Mode. Mhm. Manchmal trägst du ja mal so eine flippige Hose oder ein flippiges Hemd. Ja, ich würde gerade sagen, sein Outfit ist mutig. Nee, nee, ist okay. Das ist jetzt nicht, das nicht. Ist gut. Aber du traust dich mal was. Ja. Und das funktioniert wahrscheinlich auch nicht immer. Funktioniert nicht immer. Aber der Mut ist ja da. Woher kommt genau, das? Genau, da hast du recht. Ja. Mich nervt so ein bisschen. Also ich finde immer, es gibt so Preise für Männer, die gut angezogen sind. Und es ist eigentlich immer Männer, die einen Anzug anhaben. Und zwar immer ein schwarzer Anzug mit einem weißen Hemd, wo ich mir denke, wow, amazing. Ja. Und ich denke mir so, ja, es ist ja sowieso Bühne, also kann man sich ein bisschen was, kann man auch mal ein bisschen was ausprobieren. Ja, alles und weil dann wird es vielleicht noch witzig. Nee, finde ich nicht, aber es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen klarer von, ja, das ist ja Bühne, also ich darf auch ein Bühnenoutfit haben. Es macht Extravagantes so, halt ein bisschen weniger genau, ein bisschen groß. So, genau. Also man, man darf sich alles trauen, also ein bisschen so wie jetzt rein optisch oder so, Lisa Eckert oder so, hat ja total... sowas gefunden zum Beispiel von sagen, nee, es ist hier eine, das ist einfach rein eine Bühnenfigur. Sowas finde ich eigentlich grundsätzlich ganz geil, wenn man sowas hat. Mhm. Also ich will jetzt nicht aussehen, dann meine ich es nicht. Aber so grundsätzlich von dem Ding her zu sagen, ja, das ist hier, um ganz klar zu machen, hier, das ist hier Bühne, finde ich okay. Also das muss auch keine Kostümierung sein, aber so eine Anerkennung von, ah, es ist eine Bühne und diese Erzählung, ich weiß, es gibt so eine Stand-Up-Erzählung von, ja, ich komme hier gerade von der Straße, genau, da ist mir was passiert, ist total witzig. Braucht es, glaube ich, gar nicht. Muss man nicht unbedingt immer haben. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber du zitierst das manchmal, dass man besser aussehen sollte als das Publikum. Na, oder du solltest auf jeden Fall versuchen, so gut auszusehen, wie du kannst. Ja, weil es also, ja eine Show ist. Ne? Ja, genau. Weil du erhebst dich auf dem Podest und bist der Einzige, der mit Lichtern angestrahlt wird. Du solltest dir schon grundsätzlich Mühe geben, nicht auszusehen. Es gibt nur so ein paar Sachen, die ich nicht mache, und das ist dann so nicht in kurzer Hose auf die Bühne. Ja, das ist für ganz mich, schlimm. Für mich ist aber auch einfach unangenehm, oder? Es ist seltsam, das Körper. Ich finde es seltsam, es ist, wirkt so wie, ich komme hier gerade noch vom Gläserwaschen, also hinter der Bar, also weißt du, meistens tritt man ja in Bars auf. Und es ist so, ja, ich bin jetzt hier gerade kurz eingesprungen für jemanden. Aber auch im Sommer, es ist mega warm, du machst nur kleines Open Mic, keine kurze Hose? Keine kurze Hose. Krass, okay. Ja. Hab ich schon mal gemacht. Sagen wir Open Mic, keiner ist da. Dann kurze Hose. Zu Hause, kurze Hose. Du bist einfach nur zu Hause und redest mit dir selbst. Ich habe wirklich das lange Zeit auch zu Hause durchgezogen. Echt? Bist du so ein Jeans-Zuhause-Träger? Ja, das ist völlig kaputt. Und dann habe ich aber jetzt die kurze Hose für mich entdeckt. Jetzt wird es auch... Also, willkommen auf der dunklen Seite. Ja, Mann. Also es ist dirty, aber es macht auch Spaß. Ich kann das jetzt auch alles nachvollziehen, auch mit den Adiletten, ne? Die habe ich ganz spät mir gekauft, Adiletten. Du zeigst doch, jetzt hätte ich welche an. Nein, aber es ist ja der gleiche Hersteller. Achso, Adidas. Adidas. Du zeigst immer auf die Marke. Ja. Das ist geil. Na, Adiletten sind doch tatsächlich von Adidas. Ja, Adidas. Genau, und da bin ich erst ganz spät drauf gekommen. Ja. Achso, hast du vorher, also ich habe das von zu Hause mitbekommen. Ich trage auch oft Hausschuhe. Ja, weil, aber der Birkenstocks hatte ich früher. Ja, ich hatte auch immer welche. Genau. Ja, aber jetzt nehme ich die bösen ohne Fußbett, die schlecht sind für die Füße. Geil. Ah, ich habe so Crocs bekommen tatsächlich. Ah, ich habe mal gehört, diese Crocs sind, um dann noch, ich hoffe, es gerne. Wir haben zwei Tage genau da in die Richtung. Aber diese Crocs sind diese Krokoschuhe. Das sind Krokoschuhe, ne? Ja. Die haben so, diese Klappe. Die haben diese Klappe und die sind so, die sehen so komisch aus, ne? Die haben so Löcher drin. Die zerbiegbaren. Ja, genau. Wie so aus Kautschuk. Und ich habe gehört, es gibt einen Film über so eine Welt, in der nur Idioten spielen. Und dann hat die Set-Designerin sich gedacht, wir brauchen dafür auch noch verrückte Sandalen. Mhm. Das waren die. Ist das dieser Film? Und dadurch vorher gab es die gar nicht. Genau. Ah. Und dann sind die halt wirklich wahr. Und dann, oder die gab's, aber die sind überhaupt nicht big gewesen. Ah, und dann hat dieser Film diese Schuhe so groß. Weil ganz viele Leute dachten, ich will auch aussehen wie diese Idioten aus dem Film. Offenbar. Hast du den gesehen, den Film? Nee. Okay, ich weiß den Namen nicht mehr. Ich glaube, Terry Crews spielt da den US-Präsidenten oder sowas. Ganz absurde. Aber es ist ein Comedy-Film.
Ich würde noch fragen, das jetzt ist, klingt vielleicht dumm, aber ich habe ja so, wir haben ja alle, außer Sebo, haben wir ja so vor 4 Jahren ungefähr angefangen, 4, 5. Und da warst du ja auch schon aktiv, aber du hattest noch nicht, so innerhalb der Szene warst du nicht so ein Ding wie jetzt, würde ich mal behaupten. Also ist ja schon nicht nur innerhalb der Szene, sondern natürlich auch so Ticketverkäufe und bla bla bla. Hast du das Gefühl, du machst ja auch viele Sachen, hast du das Gefühl, du bist jetzt so ein bisschen sicher, was das satt angeht? Nee, ja, also satt kann natürlich auch passieren, kannst du auch gerne was zu sagen, aber so sicher, dass es jetzt, jetzt in der richtigen Bahn ist und so bleibt? Oder bist du so ein ängstlicher Mensch, der so denkt, dass es eigentlich alles steht so auf wackeligen Schuhen? Weißt du, was ich meine? Ja, also ich glaube nicht, dass ich... also ja, ich glaube, es bräuchte jetzt ein bisschen, um sozusagen auf Null zu fallen. Ja. Also es ist wie so ein Ballon, den man sehr hoch schießt, relativ, oder, ja, relativ hoch schießt so, und dann dauert es ein bisschen. Naja, so. Und dann brauchst du schon ein bisschen, bis ich sozusagen wieder bei 40 Leuten ankomme. 40 Leuten im Publikum was oder 20 Leuten im Publikum. Crocs und schon eine Kurzform. Ja, brauchst halt zwei, drei Shitstorms. So. Ja. Ich zwei, sagen. Drei, da traust du dir schon einiges zu. Das glaube ich schon. Also ich glaube, einer reicht dann nicht. Das ist, ja, das ja. Ja schon ja. Von dem, was man so beobachtet, reicht da einer nicht. Ne? So, genau. Hast du irgendeine geheime Ansicht, wo du einen Shitstorm vermutest, wenn du die aber würdest du gerne mal in die Kamera sagen? Würdest du das vielleicht hier zu einem Format machen, das viral geht? Nee, glaube ich nicht. Nee. Ja, glaube ich auch nicht. Also vielleicht ein bisschen doller, ist vielleicht alles ein bisschen doller, als ich im Fernsehen sagen würde, aber nichts, wo man sich denkt, das haben wir ja nie gedacht. Ja. Nee. Wer soll links sein? Ja, sowas, genau. Also das glaube ich nicht, dass da jemand dann wirklich empört ist. Bist ja. du überrascht manchmal über Leute, die in deinem Publikum sitzen? Ja. Was war das Überraschendste, was du mal hattest? Oder? Ich hatte neulich bei einem Tryout hatte ich 4 Rammstein-Fans. Nee, 5 Rammstein-Fans. Ein Rammstein-Fan war da, weil er zu Rammstein nicht gegangen ist. Und 4 Rammstein-Fans saßen in der ersten Reihe und waren so auf Verdacht mal da. Und die waren aber gestern beim Konzert. Mhm. So. Haben die nicht mit Till Lindemann verwechselt irgendwie? Hauptsache Till. Haben ja, ja. Ja. Nee, die waren ja da. Die waren ja bei Till Lindemann und haben sich gedacht, am nächsten Tag gucken wir nochmal Comedy. Und dann war irgendwie meine Show da. Keine Ahnung. Mhm. Und die waren dann auch da. Und dann, ja, okay, aber siehst cool. du, denkst du dann, okay, cool? Oder siehst du Menschen und denkst, das ist halt eigentlich, also... Wie soll ich sagen? Solange sie lachen, ist es cool, egal wer da ist, mehr oder weniger. Ja, also die haben schon vom Publikum, also das Publikum hat denen gespiegelt, dass sie das gar nicht so gut finden. So. Und dann, also, dann habe ich gedacht, ja gut, also jetzt machen wir. Also ich bin ja nicht der Typ, der den jetzt über deren Leben irgendwie sagen muss. Vielleicht was ich mich manchmal frage, ist, ab wann ist man ein Star? Mhm. Weil es fließt ja so, diese Größen, also wir haben jetzt bei unserer Tour irgendwie so 300er, 500er und auch knapp 1000er gespielt und ich weiß jetzt nicht, gab es bei dir so einen Moment, wo du gedacht hast, okay, ich bin jetzt, also meine Freunde oder meine Bekannten würden sagen, ja, der Till ist jetzt berühmt? Nee, das würde ich gar nicht sagen. Würden sagen, der macht so Der macht so, läuft ganz gut bei ihm, aber ich verfolge das auch nicht so sehr, das würde ich ja. sagen. Ja, das ist, weil das ist ganz, ganz absurd, wir haben manchmal so Themen auch über Geld und so und das ja. dann, wir fragen, oh, fuck man, das Konto ist dann irgendwie, weil wir müssen alles durch 4 teilen. Ja, und dann haben wir so das ist Gedanken, nicht so viel, das stimmt. Wir müssen nicht alles durch 4 teilen, nur die Sachen, die wir mit 4 teilen. Und dann hatten wir so den Gedanken, krass, die Leute, die im Publikum sitzen, die sehen, wir machen irgendwie Leishalle voll. Mhm. Die würden niemals denken, dass wir solche Gespräche haben. So, oh, fuck man, wie kann ich jetzt... Also das ist halt irgendwie crazy. Gab es halt irgendwie bei dir so den Moment, wo du gemerkt hast, ah, jetzt bin ich so groß, dass wirklich alle denken, dass ich auch irgendwie viel Geld habe? Oder dass die Leute so mit dir umgehen aus dem Umfeld? Oder hast du nicht so ein Umfeld, nee. Was so fixiert ist? Nee, gar nicht. Also mein Umfeld ist so, die gucken sich ab und zu mal was von mir an, aber dann immer live, glaube ich. Oder die sehen mal zufällig was bei YouTube, dann gucken die das vielleicht an, aber die haben auch ein Leben. Und ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass wir da nicht drüber reden, also sondern wir unterhalten uns dann auch oft über deren Berufe, weil die dann oft auch spannender sind als heute war ich in Erlangen, morgen bin ich in Erfurt. Für mich ist das ja geil, aber darüber zu erzählen, ist ja gar nicht so spannend. Ja, ist irgendwie langweilig. Das ist bei mir halt auch aufgehört irgendwann. Als ich ganz jung war, habe ich das auch, fand es cool, Leuten davon zu erzählen. Mittlerweile ist es dann einfach nur noch, machst irgendwie was mit LKWs, geil, erzähl mal was über LKWs. So. Und in der Wahrnehmung ist es eher, also ich glaube, die meisten Leute machen sich gar keine Vorstellung, was man so verdient. Ich wollte gerade sagen, weder in die eine noch in die andere. Ja, ich erinnere mich an meine Mutter, die so, wo wir bei Johann König mal waren, wo ich jünger war.
Und sie so gesagt hat, meinst du, der macht nur das oder macht der auch was richtig? Das sind nur 5000er Hallo oder was? Ja, nee, aber schon 1000er oder so 800er. Ja. Ich glaube, man denkt nicht so aktiv drüber nach, ne? Fühlst du dich schlecht, weil, also das klingt jetzt dumm, aber fühlst du dich manchmal schlecht, weil du so viel Geld verdienst wahrscheinlich momentan? Oder weil es so absurde Bereiche sind? Ja, ja, echt? Ja. Und du hast doch jahrelang wirklich, wo man sagen würde, gehasselt und gegrindet. Ich habe gehasselt. Mamba-Mentality hattest du quasi. Ja. Doch das stimmt schon. Es ist jetzt nicht über Nacht gekommen und so. Und das denke ich mir auch oft. Und ich kann das auch genießen. Aber ich denke mir auch oft so, boah, das ist einfach so frech gegenüber anderen Jobs, die irgendwie wichtiger sind für die Gesellschaft. Das ist klar, natürlich. Also gibst du dann alles direkt ab? Gebe ich dann alles direkt ab. Ja, okay, das wäre dann die Konsequenz. Und, wenn der Selbsthass dann auch vollzogen würde. Danke. Ja. Na gut. Bist du so jemand, der sobald dann Feierabend ist quasi, dass du so im Privaten keine Comedy mehr konsumierst oder davon gar nichts sehen willst? Oder guckst du auch im Privaten so Comedy? Ich gucke privat auch, aber meine Freundin ist so großer Comedy-Fan auch. Und dann müssen wir dann doch manchmal dann noch ein neues Netflix-Special gucken. Aber jetzt gerade, wo ich jetzt gerade so ein Tryout bin und gerade so ein Prozess und mich nochmal mehr mit Comedy beschäftige als sonst, wenn ich auf Tour bin, weil, also klar, man beschäftigt sich mit Comedy, aber man ist ja dann nur, man tritt ja nur auf sozusagen. Ja. Man beschäftigt sich ja nicht aktiv mit Comedy-Gedanken. Aber jetzt, wo ich gerade schreibe, denke ich mir so, oh, haut mir alle ab. Vor allen Dingen gucke ich mir ja immer nur Sachen an, die ich dann nicht mehr machen kann. Ja, ja, genau, und du denkst, es ist geklaut mäßig. Ja, genau. Und zwar gab es neulich erst so eine Sache, wo ich dachte, ja, klasse, das ist jetzt schon, das ist ja jetzt auf jeden Fall gestorben. Was so dein Lieblings, wärst du dein Lieblingscomedian oder Comedian? James Acaster. Ja. James Acaster. James Acaster und Joseph Harder. Ja, das ist eine gute, Auswahl. Ja. Glaubst du, man kann zu viel gucken? Oder hast du es mal bei dir gemerkt, dass du irgendwie so bist? So? Ja, also grundsätzlich bei niemandem übersetzt sich was, nur durch Gucken. Ja. So, sondern es ist einfach, und vor allen Dingen verwöhnt das auch total. Ne? Man hat eine ganz komische Einstellung. Wenn ich finde, du siehst ja dann nur noch Leute, die sind auf dem Zenit ihrer Karriere. Mhm. Und du müsstest ja eigentlich, als jemand, der anfängt, müsstest du Louis C.K. sehen vor 30 Jahren. Kann man. Was die Leute auch oft machen wahrscheinlich. Aber ja, oder das ist dann schon sehr tief drin. Ne? Das ist schon ein bisschen tiefer drin, würde ich sagen. Also auf jeden Fall sich anzugucken, wie sind die denn gestartet? Weil so rückblickend wird alles so eine Heldenerzählung. Ja, ich habe mich da durchgeballert, hatte immer meinen eigenen Stil. Ja. Wo du denkst, so, nee, Digga, du warst bei den lustigsten Comedy-Clips dabei. So. Was hörst du so viel Musik? Oh, gerne alles. Alles so. Nee, Charts? War das jetzt echt eine Frage? Ja, das war eine echte Frage. Jetzt haben wir uns wirklich gefragt, weil wir gar nicht einschätzen können, was du sagst. Doch, ich habe ja schon gesagt, das wäre schon mal gelesen. Ah, ich höre gerne Hip-Hop. Ja. So Clueso und sowas? Oder fettes Brot? Die fetten Fantas irgendwie? Die fetten Fantas. Boah, du fragst das wie so ein Bulli, Alter. Hörst du Musik für Schwule? So sagst du das gerade. Was soll da gewesen sein? Ist das so ist geil, okay. so Hip-Hop. Deutschen Hip-Hop und amerikanischen Hip-Hop. Jetzt muss ich sagen, Top 3? Top 3. Amerikanisch? Nicht auf All-Time, sondern nur dein persönlicher Geschmack. Ich höre viel Loyal Kana. Wie was? Loyal Kana. Ah, doch, Loyal Kana. Das ist ein Brite? Das ist ein Brite, genau. Ach so, okay. Ja, genau. Ja, ja, also amerikanisch. Also Englisch. Da bist du ja am Puls der Zeit. Bin ich da? Ja, absolut. Loyal Kana ist doch sehr Puls. Ja, ich habe mich total. Ich war live bei dem auf dem Konzert und war dann total schockiert, wie jung der ist. Ich dachte so, der ist so alt wie ich und dann ist der so 10 Jahre jünger. Hey, so wie ihr. Du gar nicht über die Künstler, die du hast? Nee, gar nicht. Krass, das finde ich ja interessant. Das mache ich direkt. Nee, gar nicht. Und ich habe auch wirklich, ich kenne auch teilweise die Gesichter gar nicht und so. Das habe ich auch viel bei Musik, gerade bei Rappern. Also ich, wenn man viele hört und dann auch so den einen Underground-Song von denen oder so, dann würde ich die auch nicht auf der Straße erkennen. Ja. Na ja. Sie lesen mal erst alles über die Künstler. Dann höre ich rein. Ja, ob die Schule nicht abgebrochen haben. Ne? Ich muss alles wissen. Ja. Ich muss einfach alles wissen, weil ich fühle ja die Biografie durch die Musik. Ja. Und erst dann kann ich die Musik verstehen. Mhm. Sebo zum Beispiel, der weiß ja, ob es immer noch so aktuell ist. Meinst du das ernst? Ja, ich meine das Wahnsinn. Der macht das wirklich. Der ist ein großer und nein, das hat meine Jugend, das hat meine Stimme. Ey, Moment. Chill mal jetzt. Easy, Buddy. Hey, hörst du so was? Ja, jetzt ganz komisch. Jetzt bist du der Panther-Typ auf einmal. Ja, Till, super, dass du da warst. Wir sind jetzt offiziell befreundet. Cool. Es würde uns freuen, wenn du dich dann später noch in unser Freundebuch einträgst. Gerne. Und dann viel Glück auf all deinen Wegen. Danke für die Einladung und viel Glück auf eurem Weg. Dankeschön. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Dankeschön.
Könnt rein. Du kannst rein. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist super unangenehm. Und das ist auch einfach so passend zu den Socken. Aber ich soll auf die Liege, oder was? Ja, ja. Wir haben sogar eine Decke gemacht. Okay, das ist super. Die Decke ist auch neu. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht, bin ich ehrlich. Geil. Ja, ich habe mich auch eingelegt. Oh.